Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys Merchandise Folge 307. Leute, ihr seht schon, heute wird es recht feminin. Wir reisen wieder zurück in die 80er Jahre und wir zeigen euch heute eine fast vergessene Toyline. Wir haben es schon einige Male gebracht. Das Thema ist She-Ra Princess of Power. Wir zeigen euch heute das Playset Crystal Falls, dann den Tiger Claudine, das Gegenstück zu Battle Cat, und Crystal Sun Dancer, dieses fliegende Pferd. She-Ra sieht man gleich, das war für Mädchen gedacht. Und es war die Konkurrenzserie, oder besser gesagt, es war für die Masters of the Universe das Gegenstück. Also Masters für die Jungs und She-Ra für die Mädchen. Im Gegensatz zu den Masters-Figuren waren die nicht umstritten. Naja, also wenn ich jetzt die ganzen Damen hier so anschaue, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rüber. So, Sammlerfreunde, hier sehen wir die Vorderseite der Box der Crystal Falls, amerikanische Version. Im Gegensatz zu unseren Masters-Rabauken waren die She-Ra-Figuren nicht umstritten. She-Ras Kampf gegen die Horde, die wilde Horde. Das war gut, man konnte die Figuren mit den Schwestern tauschen. Wie ich von vielen Sammlern weiß, konnten die Jungs praktisch die Horde-Figuren den Mädchen geben, aber kein echter Junge hätte doch mit Mädchenfiguren gespielt. Es erschien auch eine eigene Zeichentrickserie, die man heute sogar auf DVD kaufen kann. Relativ günstig, alle Folgen zusammen. Hier die Rückseite der Box. Naja, es gab schon einige lustige Begebenheiten in unserer Kindheit. Da fällt mir ein Geburtstag ein. Da die Omas der damaligen Zeit nicht ganz auf dem Laufenden waren, hat mal einem Kumpel von mir, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte, versehentlich She-Ra-Figuren statt Masters-Figuren geschenkt. An seinem Geburtstag, als er die auspackte, hatte er die Lache auf seiner Seite. Oh yes, es war der enttäuscht. Vor allem, als seine Oma noch gesagt hat, da kann man doch so wunderschön die Haare kämmen. Oh je. Wie die Masters-Figuren genießen auch die She-Ra-Figuren unter Sammlern sehr hohen Kultstatus. Und viele Stücke werden auch teilweise schon sehr teuer gehandelt. Naja, die Box hat schon einige Schlachten mitgemacht. Hergestellt im Jahre 1986, made in Mexiko und die Sachen innen drin wurden in Hongkong hergestellt. Ja, Globalisierung und verkauft wurde es in Deutschland. Wenn man sich die Beschädigungen an der Box anschaut, da sind viele Sammler gleich kritisch. Aber seht es doch mal so rum. Da hat sich ein Mädchen jahrelang oder monatelang auf Weihnachten gefreut und dann konnte es kaum abwarten, seine geliebte Crystal Falls in die Arme zu schließen. Nun, ich muss sagen, wenn ich eine Masters-Figur bekommen habe, sahen die Blister auch teilweise aus, als wäre sie den Wölfen zum Fraß vorgeworfen worden. Hier die rechte Seitenlasche mit dem Preisschild. Das gute Stück scheint in einem Großhandel eingekauft worden zu sein. Mehrere Preisangaben. Sonderpreis 54,95 Mark und Mehrwertsteuer weg 48,20. Teilt durch 2, dann habt ihr den Preis in Euro. Nehmt die Inflation dazu, dann sind es in etwa 55 Euro. She-Ra-Figuren sind nicht ganz so selten wie die Masters of the Universe-Figuren. Aber auch sie haben in den letzten Jahren gewaltig an Preis zugelegt. Ich sag's gleich vorweg, das Playset ist leider nicht komplett. Also es werden einige Teile fehlen. Ich zeige euch das, was da ist. Beginnen wir einfach mit dem Oberteil. Sehr schön gearbeitet. Bei den Masters waren da an dieser Stelle wäre ein riesen Totenkopf gewesen. Aber hier ist eine schöne Blume. In der Mitte der Blume ist eine Perle und die hat an der Unterseite ein Loch. Dort konnte man praktisch Wasser rausfließen lassen. Ist ja schließlich auch ein Wasserfall. Sehr schön und geheimnisvoll sind auch die schönen Ornamente, wo eingearbeitet sind. In den 80er Jahren wurden einige Millionen She-Ra-Figuren und Playsets verkauft. Das Wasser floss in die obere Wanne, tropfte herunter auf die zweite und landete schließlich in diesem Becken. In der Mitte befand sich ein Spiegel.
Die mittlere Schale in Form einer Muschel ließ sich hochklappen. Links und rechts befanden sich jeweils zwei Treppenaufgänge. Sehen wir uns nun den unteren Teil des Playsets etwas genauer an. Während bei den Masters of the Universe Playsets Schlangen, Spinnen und Totenköpfe vorherrschten, beschränkte man sich hier auf Blumen. Links vom Treppenaufgang war die Handpumpe, mit der man das Wasser in das Playset leiten konnte. In der Mitte des Playsets sehen wir jetzt das große Becken. Passte locker eine Actionfigur rein. Die Schalen haben alle die Ähnlichkeit von Muscheln. Naja, sehr sanft gemacht, im Gegensatz zu unseren MOTUs. Bei den Playsets ist besonders auf Beschädigungen zu achten. Wie ihr seht, sind hier beide Halterungen abgebrochen. Eine fehlt gänzlich. Das Playset beinhaltete auch sehr viel Zubehör, das leider nicht mehr komplett ist. Leute, ich gebe es ja zu, ich habe das Ding vor 15 Jahren auf dem Flohmarkt für ein paar Mark erstanden. Hier ein Blick auf die Rückseite. Leider fehlen hier die Leitungen. Die müssen irgendwann mal verloren gegangen sein. Etwas schwer zu erkennen. Made in Mexiko, 1985. Sollte euch so eine Leitung fehlen, könnt ihr sie locker durch einen einfachen Schlauch ersetzen. Hier ein Blick auf die Unterseite. Gut zu erkennen, hier sind die Schläuche noch da. Sehen aber nach über 30 Jahren gebraucht aus. Kommen wir nun zu Claudine, naja, dem Kampfpanther von Eteria, das Gegenstück zu Eternia. Man sieht gleich an der Farbe, nicht für Männer gemacht. Beigepackt war auch eine Bürste, mit der man das Haar kämmen konnte. Trotz seines niedlichen Auftretens handelt es sich hier um einen sehr gefährlichen Kampfpanther. Die Form war ähnlich von Battlecat und Panther, aber wesentlich mehr Zubehör, zum Beispiel war hier der Kopf beweglich. Und bei Panther und Battlecat nicht. Die Figur selber war mit Velour überzogen, also praktisch eine Art Teppich. Das fast perfekte Date für Panther. Aber eins muss man sagen, der Sattel war sehr schön gestaltet. Wenn ich da an die Masters-Figuren denke, einfach so ein rotes Ding drauf und fertig. Die Designer von Mattel legten sich auch kräftig ins Zeug, schließlich ging es hier um ein Milliardengeschäft. Der Sattel war abnehmbar. Achtet besonders auf den oberen Teil, der geht relativ häufig verloren. Vor allem müsst ihr an den Pfoten darauf achten, dass praktisch der Velour-Teppich keinen allzu großen Abrieb hat. Die Shiva-Figuren unterscheiden sich selbstverständlich erheblich von den Masters of the Universe-Figuren. Sie verfügten zum Beispiel auch nicht über diese Gummigelenke an den Beinen wie die MOTUs. Da es im Team von Shiva praktisch nur Frauen gab, naja, war auch verständlich, so wie es im Team von den Masters im Endeffekt auch nur Männer gab. Übrigens, nebenbei gesagt, viele der Designer der Shiva-Figuren arbeiten auch später für die Barbie-Puppen oder teilweise gleichzeitig an beiden Projekten. Die Figuren verfügten über deutlich mehr Zubehör und Kleinteile als die MOTUs. Deswegen müssten sie eigentlich seltener sein oder höher im Preis liegen, aber die MOTUs liegen nach wie vor vorne. Crystal Sundancer nehmen wir uns das nächste Mal vor, wenn wir wieder was über Shiva machen. Wahrscheinlich bekomme ich demnächst noch ein paar andere Sachen. Dann kombinieren wir das Ganze.
So, ihr Toyhunter da draußen, wir sind wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, euch hat das heutige Thema Shira gefallen. Wenn wir mal wieder was finden, machen wir wieder was drüber. Was bleibt noch zu sagen übrig? Bis nächsten Freitag, wenn es wieder heißt Fantastic Toys and Merchandise. Euer Retro-Start ins Wochenende.